Da gestern die Berliner Modewoche angefangen hat, steht unser Podcast heute ganz im Zeichen der bunten Mode. Da alles auf der Fashion Week schon total schön war, haben wir uns mal umgehört, was in der Welt kompakt eigentlich so für modische Fauxpas passiert sind in der Vergangenheit. Ich kann ja mal anfangen. Mein schlimmster modischer Fauxpas war, glaube ich, mit 14. Da habe ich diese grauenvollen Buffalo-Plateaus getragen und zwar ein Paar ein ganzes Jahr. Orange. Ich habe eine Zeit lang nur orange getragen. Ich hatte sogar orange Schuhe und orange Socken. Ja, aber das war in der dritten Klasse oder so. Also ich habe mich davon jetzt erholt. Das Schlimmste, was ich modisch je verbrochen habe, waren so neonfarbige Smileys, die ich auf einer Jeansjacke hatte, als ich 10 war. Das ist bis heute absolut unverzeihlich und alle Fotos sind vernichtet worden. Ja, modisch geht diesen Sommer gar nicht, wie eigentlich auch schon die letzten 20 Jahre. Weiße Männerbeine in beigen Sandalen und dazu weiße Tennissocken. Leider auch schon in Berlin sehr, sehr oft gesehen. Die größte Modesünde sind Hüfthosen bei Mädels, die dann ganz tief runterrutschen. Und dann sieht man nur den String und darüber sieht man dann auch noch das Arschgeweih. Das geht echt gar nicht. Liebe Frauen, wie kann man sich am unteren Rücken, überm Hintern, die knöcherne Stirnwaffe eines männlichen Paarhofers hintätowieren? Ein Arschgeweih. Ja, was gar nicht geht, diesen Sommer mal wieder, schon gesehen, die berühmte Dreiviertelhose. Was mir leider auch manchmal passiert, wenn ich was falsch wasche, habe ich auch welche zu Hause. Das ist kein Fehler, das ist ein Statement.